Erster Redner von der SPÖ ist jetzt Rudolf Silbern. Guten Abend. Ich möchte nur kurz zur Neutralitätsdebatte Stellung nehmen, die vom vorvorigen Punkt war. Da hat der Kollege Ofenau, da sitzt er, gesagt, wir machen da was zum Thema, was kein Thema ist zurzeit, kein Diskussionsgegenstand ist. Ich möchte nur darauf erinnern, dass es der Andreas Kohl von der ÖVP war, der Ende Februar einen NATO-Beitritt gefordert hat und Sie dann selbst in einer Presseaussendung da noch nachgelegt haben. Und als die ÖVP gesehen hat, dass 90% der Österreicherinnen und Österreicher die Neutralität für sehr wichtig halten, ist dann Mitte Mai der Herr Nehammer zurückgerudert. Das ist die Wahrheit. Also so ganz klar ist es bei der ÖVP mit der Neutralität nicht. Also bitte nicht vergessen. Genauso war es. Ich darf jetzt zum Tagesordnungspunkt Stellung nehmen. Wir haben den Punkt der FPÖ unterstützt im Ausschuss. Leider wurde er von den Regierungsparteien abgelehnt, nämlich die Erhöhung der monatlichen Bezüge für die Grundverdiener auf Höhe der Mindestsicherung bzw. der Sozialhilfe neu. Sehr geehrte Frau Minister, wir liegen momentan bei der Mindestsicherung und Sozialhilfe neu bei Alleinlebenden bei 978 Euro und bei Paaren bei 1369 Euro. Das ist sowieso zu wenig für diese Menschen. Der Grundverdiener bekommt pro Monat momentan 321,22 €. Das sind über 600 Euro weniger als die Mindestsicherung. Und Sie wissen ja, wir beide kommen aus demselben Bundesland, aus Niederösterreich. Und wenn man nicht unbedingt in der Nähe von der Südbahnstrecke oder von der Westbahnstrecke wohnt, dann braucht man Auto in Niederösterreich. Und mit diesen, höchstens man hat viel Zeit, dann kann man auch mit den Nebenbahnen fahren, aber da braucht man ja außen mit meistens. Man kann also von diesen 321 Cent reichen maximal für zweieinhalb Tankfüllungen für die Grundverdiener, wenn sie nach. Na, und wir haben eben diese Erhöhung der Grundverdiener soll dazu beitragen, dass das Bundesheer, es ist immer von der Attraktivierung des Bundesheers in den letzten Tagesordnungspunkten gesprochen worden, soll die Attraktivierung des Bundesheers erhöhen. Neben dem wäre es eigentlich auch sinnvoll, dass wir die persönlichen Schutzausrüstungen der Soldatinnen und Soldaten modernisieren. Die Modernisierung der gehärteten Fahrzeuge würde auch nicht schaden und die Autokratien der Kasernen liegt auch an. Also all das und viele Dinge, andere Dinge mehr würden zur Attraktivierung des Bundesheeres beitragen. Wer für die Beibehaltung der immerwährenden Neutralität eintritt, wird auch für die Attraktivierung und Modernisierung des österreichischen Bundesheeres eintreten. Und wir brauchen auch für eine moderne und umfassende Landesverteidigung das Geld dazu. Es ist teilweise erhöht worden. Das finden wir gut. Es ist noch ein bisschen zu wenig. Danke auch für diese Kommission, die Sie einsetzen wollen. Wir brauchen nämlich Soldatinnen und Soldaten, die zu dieser neutralen Republik stehen und keine Menschen, die mit einer SS-Uniform in den Kasernen herumlaufen. Dankeschön.